der 17. Hamburger Dokumentarfilmwoche, die ja mal viel länger geplant war und jetzt ein kleineres Programm hat. Aber wir konnten einige Filme in dieses Programm retten und sehen eine denkwürdige Kombination heute Abend von zwei Filmen, die sehr gut zusammenpassen. Einmal Wunderschein, ein Kurzfilm, und dann ein langer Film Enthusiasmus. Und ich bin Rasmus und das ist Malte. Ja, also ich glaube, die Linie von Berthoff bis zum Kurzfilm Wunderschein von Guillaume Coyot, der da ist auch, mit dem wir auch nach dem 15-minütigen Film ein kleines Gespräch führen, ist total nachvollziehbar und auch passend. Und wir sind sehr, sehr froh, dass Guillaume heute da ist und das Gespräch mit uns führen kann. Auch vor dem Hintergrund, dass Peter Kubelka nicht kommen kann, weil er ja auch schon sehr betagt ist und irgendwie durch die Grenzregelung mit Österreich irgendwie zu viel Quarantäne hätte absolvieren müssen, und das hat dann irgendwie nicht geklappt. Und umso schöner ist es eben, dass wir einen Gast haben. Ja, und dann schauen wir erstmal Wunderschein. Gut, dann bis gleich. Viel Spaß. Ich bitte Guillaume auf die Bühne. Kannst. Das ist richtig toll. Ich würde anfangen mit einem Ausgangspunkt zu deinem Film. Den würde ich als sehr spezifische Materie beschreiben. Und sehr vereinfacht oder naiv gesagt, ist es ein Stück bedrucktes Papier. Des Weiteren ist aber eigentlich die Produktionsstätte davon sehr im Fokus. Und ich würde dich fragen, wie für dich die Begegnung war mit dem Ort. Vielleicht die Dreharbeiten, die Perspektivverschiebung, die du dort erfahren hast, und genau wie viel sich da nochmal verändert hat im Verhältnis zur Recherche, Vorarbeit, deine Erwartungen, Gefühlslagen, die sich dort entwickelt haben in dem Ort. Erstmal danke für die Einladung, es ist voll schön hier zu sein und mit Kino zu sitzen. Ja, so viele schöne Filme gesehen, die jetzt drei Tage, das macht sehr Spaß, danke. So, du hast drei Fragen gestellt und dann bin ich schon. Das ist eine Frage. Also. Wie du dem Ort begegnet bist, an dem du gedreht hast. Und okay, das, genau, Projekt was ist, das Projekt ist entstanden, als ich, also es ist schon mehrere Jahre, als es eine größere ökonomische Krise gab und alle sprechen über Gelddruck. Für die Banken drücken etc. Und dann war ich interessiert eigentlich in alternative Währungssystem. Und da habe ich angefangen zu recherchieren und auch auf ganz andere Material gedreht und ganz andere Orte begegnet und Interview und alles. Das ist jetzt hier nicht zu sehen. Hier ist ein Stück, was von das jetzt ist eine größere Ausstellung ist, die mehrere Objekte und Video- und Filmarbeit, auch Sozialarbeit in sich. Manchmal kenne ich nicht, ich kenne nicht alle Worte, das ist so mein bester Verbinder, denke. Und dann ein Teil des Projekts, wie das geplant war, war tatsächlich in den Bundesdruckereien zu filmen und das Prozess von Gelddrucken zu betrachten und zu dokumentieren. Ich bin im Prozess sowieso interessiert, Abläufe nicht so viel, was sie bedeuten, aber als Objekt, also als Objekt der Schönheit in sich ablaufe, finde ich voll spannend. Und dann wollte ich in die Druckerei filmen und es ging lange hin und her mit Bundesdruckerei und Zentralbank. Und am Ende habe ich keine Erlaubnis bekommen, drin zu drehen. Und aber dafür habe ich ganz klein für Internet gedacht, Material eigentlich, wo das Ablauf gefilmt würde. Ganz langweilige Bilder in meiner Sicht und nicht wirklich nützbar.
Aber es gab schon die ganzen Prozesse, wo man gar nicht verstanden hat, aber diese Maschinen gesehen hat und ja, beurteilen könnte, wie das funktioniert. Und dann wusste ich nicht genau, was ich damit machen sollte. Aber ich könnte nicht erinnern, das ist sozusagen gegebene Material. Und dann habe ich angefangen, das zu komponieren, kleine Stücke geschnitten, dupliziert. Das kam später eigentlich, aber erstmal habe ich kleine Stücke geschnitten und gelobt und gesehen, was passiert, weil ich arbeite auch sehr viel in audiovisueller Performance, also Live-Performance, auch mit generiertes Material zum Teil, also auch wo im Laufe des Performance die Abstraktion kommt und wo ich finde, das wichtig ist, dass das Objekt nicht so erklärend ist, sondern also demonstrierend, sondern eher erscheint oder vielleicht zum Ausdruck kommt. Und genau, und dann habe ich so parallel habe ich auf diese andere Teile gearbeitet. Ich habe Geld gedruckt auf Filmstreifen und das ist, was man am Ende sieht zum Beispiel. Das ist zwei Teile, es gibt zwei verschiedene Materialien. Es gibt das eigentlich gespiegeltes Material sozusagen und dann gibt es, was manchmal kommt als Störungen. Und das ist in sich ein anderes Stück, der wirklich auf Celluloid kleine Streifen in originalgroße 500 Euro Schein gedruckt haben. Weil parallel ging es auch um Fälschung, hat mich auch sehr interessiert. Das Projekt, und nicht mehr ruhig war, aber genau, das kam dazu. Und, genau, und dann habe ich mich gedacht, also weil das Druckprozess in sich, das finde ich sehr spannend, mehr als das Gelddrucken in sich, aber das Drucken, diese Filmstreifen waren auch offset gedruckt, genau wie in der Druckerei da, und vier Farben und alles so eins für eins gemacht, aber Filmstreifen. Und dann dachte ich, was soll dieses Film sein? Ehrlich gesagt. Und dann, ich habe auch parallel viel Ökonomie, Theorie mich annähert und kann auf die Ergebnisse, die ich immer noch nicht verstehe, worum es wirklich geht. Und dann dachte ich, ich mache diesen Film wie ein Film, der versucht, ein Bankschein zu werden, sozusagen ein Geldschein zu werden. Und habe ich versucht, wie weit diese banale Tricks eigentlich nicht unbeliebt, ehrlich gesagt, so Kaleidoskop-Tricks, wie weit damit kann ich kommen oder wie beim Gelddruck, also wie schafft das man von Papier zum Geld oder wie schafft das man von langweiliges Material zu etwas anderes, wie weit kann man gehen sozusagen, das hat mich interessiert. Ja, ich finde, das spürt man auch total. Also in Analogie zu dieser Gelddruckmaschine macht ein Film durch verschiedene filmische Mittel auf, wie Film selber irgendwas herstellen kann und generieren kann. Und ich finde es schon sehr spannend, auch hier im Kino zu sehen oder auch nochmal zu erleben, wie der Film quasi seinen eigenen Schein produziert und sich die Qualität dann eigentlich im Betrachten herstellt. Und da war meine Frage, wie du quasi arbeitest mit dem Film, mit dem Kinoraum, mit dem Raum, aber auch, weil du erzählt hast, dass du installativ viel machst. Eigentlich ähnliche Installation als im Kino, wo ich versuche, das Körper im Mittelpunkt zu stellen, sozusagen, wo ich denke, das muss fühlbar sein, mehr als vielleicht, also erstmal, für mich ist wichtig, dass der Botschaft so direkt zum Körper kommt und sich fühlbar lässt, sozusagen, und danach vielleicht kann man wieder denken, was habe ich da erfahren oder was war das genau, wie mich interessiert das in dieses Objekt, aber ja, so. Das Phänomen in sich interessiert mich, wie man das rezeptiert und wie man der Film selber sprechen lässt. Wie viel Spielraum gibt es zwischen Zuschauer und dem Film, dass ich vielleicht mich so zurückhalten kann. Also, wir haben, glaube ich, ganz viele technische Perspektiven in den letzten Tagen gesehen und mich interessiert das nicht als Erklärende, das Spülbare sozusagen. Das spielt auch natürlich dafür den Ton auch eine große Rolle in dem Film und in dem Film davor, wo es versucht wirklich vielleicht ein bisschen überwältigend zu sein. Und
spielt auch dazu, dass ich versuche, ganz viel metaphorisch zu arbeiten für mich. Also, was ist Geld für mich zum Beispiel? Dann ist es banal, es ist sehr einlockend, es ist aber abstrakt, es ist unverständlich. Und dadurch, dass alles so das Produkt, also das Objekt des Werks sozusagen reinzubringen. Ja, was ich glaube, was man beim Sehen auch irgendwie an sich selber feststellen kann, dass der Film sehr durch seine verschiedenen Mittel, durch die verschiedensten Materialien, die der Film auch zur Verfügung stellt, dass man das an sich selber als einen gewissen Rausch oder eine Hypnose irgendwie feststellen kann, die natürlich immer interagiert mit der Konkretheit und ja, eigentlich immer hin und her springt zwischen diesen sehr abstrakten und eigentlich dann doch konkreten. Und aus meiner Perspektive hören Räusche eigentlich meist nie besonders abrupt auf, sondern die rauschen aus. Und bei dir hat es auch so einen richtig heftigen Schnitt und Cut und man ist irgendwie von diesen vielen Bündeln. Vielleicht. Ich bin auf jeden Fall gestolpert über dieses Ende, aber das hat mir gut gefallen. Aber kannst du dazu noch mal was sagen? Ja, es gibt, also ich würde das genauso haben, und, aber es gab viele Diskussionen auch mit Leuten, mit denen ich ausgetauscht habe. Inwiefern ist das. Also für mich war wichtig, du meinst, wenn das wieder zum normalen Bild kommt, zu sagen, ne? Ja, wenn man die eine Musik, die Kettung. Ja, ich wollte, also wie gesagt, das Film ist, ich wollte auch das Faszination irgendwann brechen sozusagen, und dann sagen, okay, das ist eigentlich so, das ist ohne Gewährleistung, steht auch drauf, das ist alles eingepackt, also, was ich absurd finde, und mit dem Karton und diese Menge, die schon davor vielleicht spürbar ist, aber in Beziehung mit den Menschen, die da arbeiten, das wollte ich. Ja, ich würde das wirklich eigentlich so haben, so ein Achterkett. Ja, ich fand auch dann dieser eine Finger, der da einmal reinkommt, der ist sehr intensiv. Es fühlt sich nochmal deutlich mehr nach Berührung von etwas an. Ich glaube, der Finger ist wichtig, so am Ende zu kommen, dass ich zwei narrative Punkte vielleicht ins Film sozusagen, der so viel mehr kommt und die Menschen am Ende, und sonst ist alles automatisiert, eben da kein Griff dazu. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das ein guter Film ist, der recht viele, auf jeden Fall Eindrücke, Fragen weiß ich jetzt nicht, aber recht viele Eindrücke und Anmerkungen hervorrufen kann, deswegen würde ich das auf jeden Fall öffnen und in den Kinosaal fragen, wie euch, wie es euch ergangen ist, ob es Anmerkungen, Fragen gibt. Ich schrei einfach, oder? Ich wollte nur sicher gehen, dass ich es richtig verstanden habe. Das heißt, du warst nie an dem Ort. Nein. Nein, es würde mich das Material ganz anders als was ihr seht, aber es würde mich Material gegeben, sozusagen. Als Entschädigung für den Tatsache, dass ich doch nicht könnte, weil es war viel versprochen, dass ich dahin gehen könnte und dann würde wegen Sicherheitsgründe abgesagt. Das ist wie ein Found-Footage-Film. Ne? Ja, es ist 80% Originalgeräusche und meistens die Geräusche, die zum Bild passen auch. Natürlich dann nachgearbeitet und der Rest ist von mir selber erzeugen, mir und Gabor Ripley erzeugene Töne, dass wir dazu gebracht haben. Aber das Material ist, muss man sich vorstellen, ist ganz kleine Loops, das ist immer wirklich sehr kurz, was ich da genutzt habe und dann geloopt, für die lange, die ich wollte und dann nächstes Stück. Und für den Ton ist genau gleich. Ja. Nee, das Titel ist unübersetzbar leider. Ja.
es ist auch entscheidendes Glänzen ist auch dabei und das ist leider, also nicht, dass ich wusste, aber es ist wunderschön, ist auch nicht zu übersetzen. Ich habe eben den Kaleidoskop-Effekt, wie der hergestellt wurde, das habe ich nicht ganz verstanden. Ist das auf optischem Weg geschehen, indem ein Kaleidoskop vor das Objektiv gesetzt wurde oder Teil des Objektives wurde, oder ist es ein digitaler Kaleidoskop-Effekt? Nee, das ist eine digitale, sehr genaue Komposition. Jedes Bild, das ich bekommen habe, das ich gefilmt habe, habe ich wieder komponiert mit kleinen Stücken das Material und dann geschaut, wie für mich irgendwie sinnbar kommt. Du hast gesagt, du hast angefragt bei der Bundesbank, ob du da filmen darfst. Das finde ich erstaunlich, dass so eine sehr auf die Realität bezogene Institution sich mit Künstlern beschäftigt. Das finde ich schön. Dann sagen sie, aus Sicherheitsgründen darfst du nicht filmen. Stumm gelaufen, schade. Haben sie sich das Endprodukt angeguckt? Haben sie zu dem Endprodukt mal Stellung genommen? Nee, haben sie nicht. Schade. Nee. Ja, also interessant zu sehen, dass sie darüber denken. Ja. Aber es war nicht so unrealistisch. Das hat wirklich lang gedauert, bis sie Nein wirklich kam, weil es war immer auch irgendeine Bundesdruckerei erstmal in Berlin und dann zurück zur Bank und dann hin und her und am Ende niemand hat sich getraut, mich reinzulassen. Aber sie haben doch Leute reingelassen irgendwie. Mhm. Aber das ist wirklich das ganze Ablauf vielleicht. Also das ist wirklich von A nach Z, was da zum Papier passiert. Oder die kleinen Streifen. Ich fand auch sehr schön. Für mich war auch das Blatt, dass er aussieht wie 16 Meter Streifen, so sehr auch sehr spannend, fand ich zum Teil. So die Analogie zum Film habe ich wieder daher auch gefunden. Noch weitere Fragen? Anmerkungen? Sonst würde ich nochmal Danke sagen, dass du hier warst, dass du einen tollen Film mitgebracht hast und an Rasmus übergeben, der noch zum einführenden Worte zum Wertherfilm sagt. Ja, ich wollte dir auch nochmal schön danken.